Das hier ist das wohl zerlegte Klavier. Ich habe da die Saiten rausgenommen und über Fäden und Schnüre sind da jetzt andere Klanginstrumente dran angebracht. Hauptsächlich Metallgegenstände, Dosen, Kreissägen, Wäscheständer, Schüsseln, Rohre, auch eine Holzkiste. Und das gibt dann eben dementsprechend andere Klänge. Und man kann es eben wie bei einem Klavier hier anspielen. Und einige der Tasten habe ich auch richtig rausgebaut aus dem Klavier und auch im Raum verteilt oder hier ans Klavier angebracht. Der Gedanke ist natürlich schon auch dabei gewesen, gerade zum Thema Idylle hier zur Schlossmediale, dass das Klavier natürlich was Heiliges ist, was Unantastbares. Und mir war natürlich schon der Gedanke, ja, knackt das mal auf, was auch ein brutaler Akt ist eigentlich. Ich fand auch den Namen einfach ganz schön, das Wohlzerlegte, weil ich wollte da was Positives mit reinbringen und der Gedanke, dass da auch was Neues passiert. Also bei Bach, das Wohltemperierte, diese Stimmung, die man damals neu entwickelt hat bei den Klavieren, hat ja auch eine ganz neue Bandbreite ermöglicht, was man spielen kann. Und da dachte ich natürlich auch, durch das Zerlegen entsteht eine andere Bandbreite. Also es gibt sogar eine richtige Klavierseite hier noch und die scheppert jetzt gegen so eine Holztonne. Ich wusste ja schon einige Zeit lang, dass ich das hier aufbauen werde und habe dann natürlich dann die ganze Zeit die ganzen Objekte zusammengesammelt und habe auch da ein bisschen so geguckt, es müssen irgendwie auch ein paar Schweizer typische Objekte drin sein, eine Milchkanne oder eine Kuhglocke. Wobei dann klar war, da musste man gucken, was du da für Klänge rausholst und möglichst ein paar andere Klänge, die man vielleicht dann nicht unbedingt daraus erwartet. Was ich auch ganz spannend finde, eben, dass es viele Sachen auch einfach vom Schrottplatz sind. Wo wirklich dann natürlich auch Leute sagen, das ist nichts mehr wert. Also ich kam hier an mit diesen ganzen Objekten und hatte das Gefühl, ich habe einen Schatz dabei. So ein Wasserkanister. Das ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsklänge. Und eine Plastikflasche. Ich könnte allein schon ewig auf diesen beiden Tönen hier rumspielen. Und dann habe ich zum Beispiel von dem Fernseher die Rückwand, das ist das Gehäuse. Und ich finde es auch sehr lustig, dass der Fernseher klingt so und die Holzkiste, die klingt so. Eigentlich kein, irgendwie Holzkiste und Fernseher sind wirklich sehr ähnlich. Ich mache auch immer kleine Aufführungen hier während der Schlossmediale. Die Besucher, die hören sich das an und dürfen dann auch selber danach hier auch mal experimentieren. Der Gedanke war eben auch, es ist ein Gruppeninstrument. Das kann sich drüben jemand hinstellen an den Wäscheständer und dann kann man hier zu zweit und dann eben auch mit einem Pianisten zu dritt spielen. Alles rein mechanisch, keine Technik. Ich drücke hier, dann gibt es hier so eine kleine Feder und ein Hämmerchen, schlägt dann da gegen den Wäscheständer. Absolutes Halteverbot.